Moin Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen EP-Map bei Fortnite. Wir starten wie üblich oben links auf der Lupe mit dem Inselcode. Der lautet 4518 1397 8193. Wir starten das ganze Match als privat. Ihr kennt das, wir überspringen die Wartezeit. So, wenn wir hier sind, einmal vorne ans Terminal, dann den zweiten Inselcode eingeben. Der lautet 6986 0716 1281. So, wenn wir auf der nächsten Map sind, dann direkt nach rechts. Fast in die Ecke hier ungefähr auf der Höhe einen Emote machen und dann landet ihr wieder hier. Hier müssen wir jetzt einmal die 15 Minuten warten. Wir skippen wieder. Und dann geben wir den Code ein. Der Code. Sorry, der Code lautet 534. Dann einmal bestätigen, die AFK-XP starten. Dann müsst ihr direkt hier hinter dem Bestätigungsbutton einmal ein Emote durchführen. Natürlich ein paar, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann sollte der Button hier hinten in der Mitte sein. Perfekt, ist er nicht. Ich mach nochmal kurz ein Emote. Oder war der Ball nicht hinten in der Mitte? Gucken wir mal. Auf jeden Fall hier hinten irgendwo. Ah, hier. Okay, perfekt. Dann hinten links. So, und wenn ihr hier seid, einmal die beiden Bots killen. Wir killen wieder erstmal einfach, warten dann kurz, bis alle EP drauf sind und dann killen wir den zweiten. Müssen wir einmal Punkte absammeln. Und hierüber kommen wir dann auf die nächste Map. Sammeln hier einmal von links nach rechts wieder alles ein. Und landen dann auf der AFK-Map. Hier könnt ihr wieder so lange da rumbouncen, bis euer Limit erreicht ist oder bis ihr keine EP mehr bekommt.
Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie viel DP ihr bekommen habt, denn Fortnite hat die ganze Sache jetzt ein bisschen angepasst, sodass alle ein bisschen weniger bekommen. Würde mich mal interessieren, ob es noch jemanden gibt, der über 150 oder 160.000 bekommt. Ja, schreibt es gerne rein. Ansonsten hoffe ich, ihr konntet wieder ein bisschen EP machen. Und bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.